Der Mann, der mein Herz erobern will, muss Hunde genauso lieben, wie ich es tue. Im wässrigen Westerwald hockt die heftige Hundefreundin Beate mit Mutter Irene in der guten Stube und ist völlig aus dem Häuschen. Ja, Mutter, ich habe auch eine neue Videobotschaft gekriegt von einem Mann von Schwiegertochter gesucht. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir uns einfach mal an, oder? Jo, auf jeden Fall. Ja, dann bin ich mal gespannt, was das für eine Flamme ist. Ja, dann kommen wir mit zum Fernseher. Jo. Wenn meine Tochter den richtigen Mann kennenlernen würde, das wäre geil. Die ist ja einfach sexy. Ja, hallo, ich bin der Andreas und ich würde dich, Beate, gerne näher kennenlernen, weil ich dich auch sehr sexy finde und alles. Und ich habe zwar eine Ehefrau, aber das ist jetzt eher unrelevant. Und spielt auch keine Rolle und alles. Meine Ansprüche an Männer sind nicht hoch, aber ich will schon so einen richtig sexy Boy haben. Das wird mich richtig anmachen. Jetzt kurz zu mir. Ich bin ein ruhiger, ausgeglichener Mensch und... Oh, Moment, das Telefon klingelt. Hallo, Andreas hier. Nein, halt, stopp! Nein, nein, jetzt red ich! Du warst der Zicker! Ja, das war meine Frau. Die wollte nur wissen, ob das Abendessen schon fertig ist. Aber in einer guten Beziehung ist die Frau fürs Essen machen und Kochen verantwortlich. Ja, sieht echt gut aus. Und wenn ich den so sehe, dann kann ich meine Emotionen auch kaum im Griff halten. Boah, ist der geil und sexy! Das wäre was für dich. Glaube ich ganz bestimmt. Es ist nur die Frage, ob er auch, wie ich Hunde mag. Weil Hunde ist für mich das Wichtigste im Leben. Ich mag Hunde gern. Ich gehe auch immer ins China-Restaurant, wenn ich Lust auf Hunde habe. Ja, er wirkt auf mich jedenfalls sehr positiv. Und ich will ihn auf jeden Fall kennenlernen. Und wer weiß, vielleicht gelingt es ihm ja. Und er erobert den Schlüssel zu meinem Herzen. Jo, das wäre geil. Ja, und das war's auch schon wieder von mir. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann schaut doch mal hier vorbei. Ansonsten sag ich... Das schmeckt aber lecker.